Ja. Der Bärensee. Tja. Ja, und am Bärensee stehe ich hier heute mal mit dem doch eher etwas kleineren Setup. Ich wollte einfach mal gucken, was lübt denn hier so am Bärensee, wenn man mal mit kleinen Routen hier so rumsteht, mit einer Tragfähigkeit von ungefähr 10 Kilo. Tragfähigkeit ist vielleicht noch nicht der Burner und mit Sicherheit ist das nicht ideal, um hier am Bärensee auf dicke, fette Karpfen zu angeln. Überhaupt keine gute Idee, mit 10 Kilo Equipment und Setup hier zu stehen und sich denken, oh, geil, Alten, jetzt zieh mal ein paar Karpfen raus. Ist halt eher stressig. Warum ist das stressig? Das Setup wird total verschlissen. Das heißt, eure Bremse könnt ihr nicht komplett ausnutzen. Sie wird total zerrieben, die Bremse, weil das Vorfach halt vorher reißen würde, wenn ihr die Bremse halt richtig hochzieht. Und ja, je nachdem, was ihr für Setup habt, wenn ihr sagt, okay, ihr habt jetzt hier gerade mal ein Setup mit, sagen wir mal, 6 Kilo Bremskraft auf der Rolle. Oder ihr habt euch eine 13 Kilo Bremskraft oder sogar eine 15,5er Bremskraft gegönnt. Auch dann ist es immer noch nicht so ganz ideal, hier zu angeln. Mit 15,5 kann man das schon mal machen. Ich habe jetzt hier noch die alten Alphas drauf, die ich seit Jahren habe. Die Sputnik Alpha 8000. 14,5 Kilo Bremskraft. Dann habe ich hier 14,9 auf der Route, beziehungsweise ich habe hier eine Schnur drauf oder ein Vorfach mit 10 Kilo, mehr nicht. Und ohne weiter darauf einzugehen, das geübte Auge hat natürlich direkt gesehen, Alter, was hat er denn da? Ja, Mann, ich angle jetzt hier gerade mit dem ollen Käse. Mit dem ollen Käse, da ist der erste Amor reingegangen. Und ich habe hier an zwei Routen jetzt mal links und rechts habe ich auch einen Futterkorb mit dran. Mit der Futtermische, Standardfuttermische Barbe. Geil auf die Barbe gehen, Barbe mit dem Käse, Vierer Haken, man könnte auch ein bisschen größer gehen bis zu einem Einser Haken. Durchaus möglich. Ich teste erstmal ein bisschen kleiner und guck, was da noch so alles beißt, weil wenn mir da auf einmal gleich ein Lederkarpfen reinrasselt mit, keine Ahnung, 15 Kilo, dann ist der Abend erstmal gelaufen und das will ich eigentlich gerade nicht. Ich habe bisher zwei Barben gefangen, zwei maßige Barben, bin ich schon ganz zufrieden mit. Vielleicht gerade erstmal so im 2-Kilo-Bereich. Das kann natürlich noch gerne schwerer werden. Ich habe jetzt die in der Mitte hier geändert auf Tauwurm. Vierer Haken Tauwurm. 10 Kilo Vorfach, sonst alles genau gleich. Eine Monoschnur, keine geflochtene. Eine Mono, 12 Kilo. Davon habe ich jetzt 246 Meter drauf. Mit 246 Meter Schnur komme ich, glaube ich, ganz gut klar hier. Bin ich ganz zufrieden. Habe ich keinen Stress mit. Das ist eine ausreichende. Hoho, die ganz kleine. Eine ausreichende Menge an Schnur hier gerade drauf. Ich habe hier geklippt. Für alle, die greedy sind und sich immer über irgendwelche Clips freuen. Ich habe geklippt. 22 Meter Clip habe ich hier reingeballert. Und ja, warum Clip? Weil ich ja Futtermische verwende und ich möchte natürlich immer an der gleichen Stelle die Futtermische platzieren, beziehungsweise auch die Köder immer wieder an der gleichen Stelle platzieren, wenn ich doch gerade Futtermische verwende. Heißt also 22 Meter jetzt geklippt. Ich glaube, man kann auch so 20, 21 machen. Auf jeden Fall so knapp hinter diesem Geschlonze hier, hinter diesen Seerosen. Aufpassen, wenn ihr da genau reinballert. Ich hatte gerade eben schon wieder so einen Verhaker.
so ein, ist, ja, der Haken ist irgendwie hängen geblieben, ohne dass da unten dann die Meldung kam, hängen geblieben. Also irgendwie so einen kleinen Bug da vorne wieder gehabt. Jo, will man nicht, braucht man nicht. Ärgerlich. Musste ich einmal kurz neu starten. Und ja, deswegen fangen wir jetzt halt hier an, mittendrin. Mitten in den ganzen, dass ich schon gefangen habe. Das war jetzt einfach blind getestet hier wieder. Ich hatte jetzt die Tage aus dem Ingame-Chat gehört, ja, ich bin hier jetzt am Bärensee. Ich teste mal mit Käse. Und da ging meistens dran sowas Kleines, Olles, wie Giebel, Karausche, Brasse und Rotauge. Aber ich bin da eigentlich, wenn ich hier mit Käse bin, achso, Goldschleier auch noch. Goldschleier auch noch. Kann natürlich auch hier reinrasseln. Wäre auch nicht schlecht. Barbe, ja, und Goldschleier. Das wären eigentlich so die interessantesten beiden Fische. Ich hoffe, da geht was. Tendenziell die Barbe, also aus Erinnerung heraus, würde ich sagen, eher so in den Abendstunden und dann wieder in den Morgenstunden. Den Tag über eher so ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob das noch so ist. Das ist eher jetzt, wie gesagt, so aus Erinnerung heraus. Deswegen wundert es mich nicht, wenn jetzt hier so zum späten Abend hin vielleicht sogar noch weniger geht. Ich denke nicht, dass das hier ein wilder Hotspot ist. Es geht jetzt eher darum, was man denn überhaupt machen kann, wenn man hier so rumangelt mit dem Setup, wenn man halt noch nicht so wirklich viel Tragkraft drauf hat. Ich glaube, eine Kartoffel würde ich eher nicht machen. Wenn man hier eine Kartoffel reinballert, hat man ganz schnell einen Amur hier dran. Ich hatte damals ja hier an der Stelle, hier an der Schilfkante, den schwarzen Amur als Super Trophy auch gefangen. Also auch das hier eine wirklich gute Stelle. Genau, hier müssen irgendwo die Seerosen sein. Und dann wirft man so knapp dahinter in die tiefe Stelle. Das hier ist die Schilfkante. Genau. Ja. Also das ist schon eine ganz gute Stelle auch. Eine schöne Standardstelle, ein Standardspot hier am Bärensee. Und da bimmelt es jetzt gerade das erste Mal auf dem Tauwurm. Ha! Bin ich gespannt. Mal eben gucken. Ich habe ja bestimmt auch irgendwo meine Lampen. Die können wir mal aufstellen, mal eben. Bis sich der Biss da jetzt gerade entschieden hat. Gucken wir mal, was da drauf geht. So. Zack. Müsste auch schon was dran sein. Mal anschlagen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Oder ich hau hier gleich auch nochmal, wo ich jetzt gerade nochmal auf die Goldschleie gekommen bin. Hep. Kleiner Giebel. Oder ich hau hier gleich nochmal Honigteig drauf. Wobei jetzt so ein Tauwurm doch eher... So ein Tauwurm ist dann doch schon eher barbenlastig. Barbe, Barbe, Barbe. Man könnte ja auch mit Boilies angeln. Dann aber mit dem Boilie Muschelfrüchte oder sowas in der Art. Das müsste auch gehen. Ist das mit Früchte? Genau, der ist das. Muschelfrüchte 16. Das ist, glaube ich, ein ganz vernünftiger Boilie auch hier fürs Angeln. Also durchaus mal die Option, damit eben auch die Barbe rauszuziehen. Vielleicht auch in Kombi. Kann man das irgendwie kombinieren? Nö, ich glaube, das reicht. Muschelfrüchte. Genau. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen halt ein Spot oder wenn man hier angelt, aufpassen, vielleicht nicht ganz so große Haken, ausreichend Schnur drauf haben, wenn eure Rute noch nicht ganz so riesig groß ist, beziehungsweise wenn die Rolle da drauf nicht ganz so riesig groß ist, also nicht so viel Schnur packt, dann eher vorsichtig sein, vielleicht dann eher eine geflochtene Schnur hier drauf machen, die eurer Tragfähigkeit ungefähr entspricht. Oder eine geflochtene Schnur, die ruhig mal so 3-4 Kilo über der Tragkraft der Rute ist. Und dann einen Vorfach verwenden, vielleicht einen Mono-Vorfach oder Fluorocarbon-Vorfach, was dann der Tragkraft der Rute entspricht, beziehungsweise dann halt ein bisschen darunter ist. Und dann geht ihr damit auch auf Nummer sicher.
Also ich stand hier, als ich in dem Levelbereich war, stand ich hier mit der Fortuna FIDA FD420, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, so hieß die Fortuna FIDA 420. Die hatte 19 irgendwas an Tragkraft. Ich glaube, ich hatte eine 22er, 23er Fluorocarbon-Schnur drauf und ein 17-4er Vorfach. Das heißt 19 Kilo Rute, 14 Kilo von der Alpha-Rolle und dann 17-4er Vorfach. Das war für mich so die erste ernstzunehmende Begegnung hier am Bärensee. Also wirklich noch relativ leicht, noch nicht wahnsinnig überlegen, dem Fisch überlegen, aber damit ging das dann halt ganz gut. Und auch damit hatte ich dann durchaus auch Drills, auch von hier hinten, von 55, 33, wo mich dann der Fisch hier quer durchgezogen hat. Und wenn er erstmal hier durchzieht und ihr merkt, ihr kriegt den nicht gebremst, irgendwann auch von hier aus anfangen zu laufen. Ihr müsst diese Ecke umlaufen. Das kostet nochmal richtig viel Schnur. Also nicht erst loslaufen, wenn ihr nur noch ein Viertel Schnur auf der Rolle habt. Dann kann das ein bisschen brenzlig werden. Sondern zack, rechtzeitig loslaufen. Wenn die Hälfte der Schnur weg ist, schon mal anfangen, hinterherlaufen, kurbeln, 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 laufen, kurbeln, laufen, kurbeln. Und spätestens, wenn ihr hier seid, auf dieser kleinen Halbinsel sozusagen hier, dann habt ihr eigentlich die Chance, den Fisch eigentlich überall hin zu drillen. Und dann habt ihr es eigentlich relativ entspannt. Wie gesagt, hier auf den Rollen habe ich jetzt gerade 240 plus drauf. Genau, 246 Meter. Das ist entspannt. Das ist entspannt. Deswegen mache ich mir auch gar nicht so die großen Sorgen. Auch sollte hier jetzt mal auf 10 Kilo doch was Dickeres reinrasseln, habe ich halt einen langen Drill. Aber das wird man schon irgendwie rauskriegen. So. Soweit erstmal zu den ganzen Basics hier am Bärensee mit Basis Setup. Nicht viel Setup oder nicht viel Tragkraft im Setup. Heißt also auch dünnere Schnur, kleinere Haken und entspanntere Köder. Wie gesagt, Teigköder, Käse, Würmer, durchaus das alles mal testen, den Tauwurm. Und dann von den Positionen her, wenn ihr hier unten seid bei 55, 33, na, das müsste hier sein, genau 55, 33, dann auch ruhig mal hier an diese Schilfkante werfen. Auch hier ist wieder so eine Schilfkante. Hier vorne ist diese Stelle mit den Seerosen, 15 Meter ungefähr. Schilfkante sind, ich glaube 24 Meter ungefähr, wenn ihr da klippen wollt. Genau, hier rein, auch hinter den, hier stehe ich ja gerade. Hier auch nochmal eine Möglichkeit. Das ist auch eine ganz alte Stelle. Man sieht das, sieht man das? Genau, da hinten ist diese, da sind die Hütten. Und das müsste, ja, fast, ne? Doch, das ist das hier. Hier sind so diese Schilfkanten. Also auch in diesem Bereich hier kann man sich dann, doch hier ist das, genau, hier hinstellen und hier an diese Schilfkante werfen. Auch da durchaus eine Möglichkeit. Das ist gar nicht mal so weit. Also es gibt hier feste Spots, auch wieder, die immer mal wieder funktionieren. Das heißt, wenn ihr hier hingeht und noch nicht genau wisst, wo funktioniert was, testen. Keine Ahnung, eine Stunde mit dem Köder oder ich sag mal mindestens mal eine halbe Stunde, einen Tag lang testen, hierhin. Bam. Wenn hier nichts geht, weiter. Nächste Stelle, wo ich jetzt hier gerade bin, hier runter. Wenn da nichts geht, vielleicht die nächste Stelle. Wenn da nichts geht, hier ist die nächste Stelle. Also entweder hier ins 3-5er, gerade durch oder hier so rüber. Hier ist so eine, hier ist auch so eine Schilfbank, da einfach rüber oder hier so hin oder von hier oben, hier kann man auch so reinwerfen. Das sind so die Stellen, die wichtigsten am Bärensee. Guck
gucken wir mal eben, was hier dran gegangen ist. Da bimmelt doch ein bisschen was. Und ich würde sagen, wir können die ganzen Stellen auch gleich nochmal eben ablaufen. Guck mal, eine Brasse. Brasse auf Käse. Zack. Da ist auch nochmal was, aber was Kleines nur. Tauwurm habe ich hier ganz lange nicht verwendet. Aber ich habe mir gedacht, komm, bevor ich hier irgendwas Schlimmes dran habe, nimmst du mal einen Tauwurm. Aber ich glaube, schlimmer als diese kleinen, ekligen, ollen Brassen geht's gar nicht. Deswegen nehme ich mal einen Honigteig jetzt hier drauf. Ballern wir mal einen Honigteig hier drauf. Vielleicht geht ja noch eine Goldschleie, das wäre richtig geil. Fürs Goldschleienangeln ruhig einfach mal ganz klassisch die Schleienfuttermische verwenden. Oder die Schleienfuttermische so, wie sie existiert. Und dann nochmal extra frischen Käse nochmal mit reinmachen. Und dann den Käse mit drauf als Köder. Kann man auch machen, dass man für die Goldschleie nochmal so eine etwas gepimpte Variante hat. Guck mal, hier gerade erst ausgeworfen. Das kann auch ganz gut funktionieren. Na guck mal, doch hier in der Nacht so ein bisschen Aktivität noch. Hätte ich mit weniger gerechnet. Aber wir wollen ja auch noch ein paar mehr Barben. Ein paar mehr Barben können auch schon rein. So ein paar Lüde jetzt dabei. Das ist auch immer so wild, ne? Das fällt mir jetzt immer wieder auf. Erst bimmelt es auf der 3, dann hört es auf. Und dann bimmelt es auf einmal auf der nächsten. Habt ihr das auch? Ist das nur bei mir? Jetzt hört es bei der auf, jetzt bimmelt es auf der in der Mitte. Was ist denn das, ey? Als ob der Fisch hier vom einen Haken zum nächsten geht und dann denkt er sich, oh, nee, die schmeckt ja gar nicht. Nee, Teig habe ich auch keinen Bock drauf. Nee, aber hier ist geil. Was ist denn da los, ey? Ah doch, aber auf dem Teig hier auch. Zack, Teig geht sogar schon runter. Zack, eins geht auch runter. Der Käse. Gucken wir mal. Ja, wie gesagt, gleich rennen wir nochmal einmal durch, würde ich sagen. Gucken uns nochmal die ganzen Spots an. Ich werfe da noch einmal aus, wo so die wichtigsten Spots sind. Dann hat man nochmal eine schöne Übersicht von allen wichtigen Spots hier so. Oder ich sag mal, die wichtigsten. Es gibt immer noch ein paar andere, die man natürlich auch immer mal wieder verwenden kann als Spot. Oder die man testen kann. Aber so die Hauptspots sind, glaube ich, auch so 5 oder 6 Stück. Mehr ist das nicht. Ich weiß noch, hier ganz unten konnte man auch mal immer eine Zeit lang angeln. Da, oh, ich glaube, hier stand ich sogar sehr lange. Es gibt immer wieder so auch an allen anderen Stellen die Möglichkeit, sich natürlich einfach hinzustellen. Auch hier zwischendurch habe ich, hier ist ja auch alles total verschlonzt. Ganz viel Schilf und was nicht alles. Hier stand ich mal eine Zeit lang mit Bollos. Das ging auch. War auch nicht so verkehrt. Oder genau, das hier ist so ein Standardspot, aber dann natürlich auch hier kann man hin. Oder von hier aus. Auch hier gibt es so Schilfkanten. Auch hier so rüber. Also es gibt immer wieder Möglichkeiten, je nach Setup, was man hat, einfach natürlich mal ein bisschen rumprobieren. Aber ich glaube, wenn wir jetzt gleich so die wichtigsten Basics durchgehen, 1, 2, 3, 4, ich sag mal ja, die 5, 5,5. Und dann werfen wir da, oder werfe ich da gleich mal aus, wo man so ungefähr hinballert. Und dann könnt ihr ja selber testen. Ich würde an jedem Spot hier am Bärensee als Basis, wie gesagt, je nach Setup, wenn ihr so ein leichtes Setup habt, vielleicht erstmal nur einen Viererhaken, wenn ihr schon mehr Tragkraft drauf habt, 15 Kilo oder sowas, dann ruhig mal mit einem Einserhaken. Aber auf jeden Fall auch, wenn ihr Action haben wollt, mit der Kartoffel ab an den Windenbach, ab zu dem Bauern, der ist gegenüber vom Lebensmittelladen, da ist so eine Holzwand, da einfach mal anklopfen. Hey Bauer, ich brauche ein paar Kartoffeln. Soll ich ein paar Kartoffeln holen, die schön zerhackstücken und zerschnibbeln. Mit der hier, Kartoffeln geht relativ schnell, holt euch ein paar Kartoffels. Boah, Alter, ich habe nur 111. Und dann stellt euch mal ein paar Kartoffels her und dann ist das gut. Guck mal, 51 Stück habe ich jetzt daraus bekommen, ne. Doch. Ja, krass. Zack.
Ah ne, der hat immer. Oh, das ist aber gut, ey. Nee. Warte, ich mach 51 Kartoffeln daraus? Aus einer Kartoffel? Da muss ich erstmal noch überprüfen. Egal, auf jeden Fall genug. Also, Kartoffeln holen, reinwerfen. Jaha! Feeder Points. Ja, sehr schön. Genau. Jetzt haben wir sogar schon die Morgenstunden hier so langsam. Perfekt. Ja, und dann mit den Kartoffeln testen. Das als Basis. Und wenn ihr euch denkt, ja geil, Alter, hier laufen ja auf der Kartoffel, hier läuft ja so einiges, dann auch, also entweder einfach durchziehen und glücklich sein. Warum auch etwas ändern, wenn es doch funktioniert. Und ansonsten rumprobieren. Zwei Routen auf Kartoffel, dritte Route auf zum Beispiel Boilie. Boilies, die immer funktionieren oder seit Wochen auch hier funktionieren, sind die Sahne-Boilies oder die Kokos-Boilies. Das heißt Sahne-Boilie oder also süße Sahne oder Kokos-Sahne, die einfach mit dran machen. Wenn ihr dann schon Dips könnt und was nicht alles, dann das mit dran machen. Also immer ein bisschen upgraden, immer ein bisschen mehr und weiter rumprobieren. So, genug Quatscherei. Schon ganz trockenen Hals. Ich gucke jetzt nochmal ein bisschen, ob hier was geht. Wir haben 4 Uhr morgens. Ich glaube, so bis 10 bleibe ich jetzt hier noch stehen. Ich hoffe, da rennt noch gleich was rein. Und dann gucken wir uns jetzt gleich im Anschluss die Spots nochmal an. Ich werfe die einmal alle ab. Und dann ist der Bärensee doch auch so einigermaßen durchgeangelt. Beziehungsweise gezeigt. Angeln müsst ihr noch. Bis gleich. Ja, komm schon, Alter. So eine schöne Barbe wäre noch gut, ne? Oder halt die Goldschleie, Alter. Die Goldschleie. Ich meine, ich habe das Gerät zwar schon, auch als Trophy. Ach du Schande. Das ist keine Goldschleie. Erstmal abwarten, nicht drehen, nichts machen. Ganz entspannt. Karpfenangeln ist ein bisschen entspannter. Karpfenangeln ist nicht so wild wie jetzt irgendwie Hechtangeln oder auch bei den ganzen Forellen am Belaya oder irgendwie sowas. Einfach mal gucken. Guck mal, jetzt geht das so langsam runter. Da kann man immer noch wieder hochdrehen. Solange die Spannung noch da ist, ist das alles gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir den auch noch so ein bisschen lenken. Der soll nicht so ganz weit abhauen. Nach rechts rüber. So. Jetzt drehe ich mal so langsam auch ein bisschen hoch. Schön hier in die Rute reindrücken, dass die Kraft der Rute, die Spannung der Rute da auch noch mit reindrückt. Jetzt drehe ich mal so langsam ein bisschen höher noch. So. Ist auch nicht ganz so groß. Könnte jetzt ein Amur sein, der einfach mal ein bisschen Gas gibt. Und dann aber auch relativ schnell seine Energie dann einfach verschossen hat. Fünf, sechs Kilo Amur vielleicht. Irgendwas in dem Bereich. Die machen dann halt bei 10 Kilo Vorfach schon ein bisschen Radau. Man kennt das ja auch von der Festung. Da ist das ja ähnlich. Wobei es halt an der Festung, ja, wenn man gerade am Fuß unten angelt, am Schuh, dann ist da nicht so viel Platz. Das ist natürlich der Vorteil, ne? Guck mal hier, 5 Kilo Amur. Und wie die reinrasseln hier. Und ich muss echt sagen, es reicht. Also mir reicht es hier tatsächlich. Ich bin gerade ganz zufrieden damit. Also mit dem Setup hier, also hätte ich jetzt dieses Setup als einziges Setup, würde ich sagen, ja, reicht mir komplett. Ich würde hier allerdings, muss ich auch gestehen, ich würde hier allerdings nicht durchgängig angeln, weil es mir da vielleicht ein bisschen zu wenig Frequenz ist. Also rein vom Kescher her würde ich sagen,
ist das noch nicht so lohnenswert. Wenn ich einfach Bock habe auf Barbe, weil ich die einfach mal haben will, oder auch die Goldschleie, weil ich sie einfach haben will, dann kann man hier mal hingehen. Wenn man jetzt, wie gesagt, ein bisschen ein stärkeres Setup hat, um die 12 bis 15 Kilo, dann ja, durchaus auch mal mit der Kartoffel hier ran, aber dann hat man eben auch schon die Action. Aber wenn man halt noch da drunter ist, ja, ich glaube, ich würde lieber an der alten Festung angeln. Da geht doch ein bisschen mehr. So, jetzt warten wir nochmal einen kleinen Moment hier ab, ein paar Stunden, also in-game, und dann gehen wir jetzt gleich die Spots durch. Bam, Alter. Alter. Und eine Barbe. Schön. Ha. Geiles Ding, Alter. Schön. Noch mal eine geile Barbe gefangen. Zum Ende hin. Ja. Na, dann muss ich ja doch noch ein bisschen halten jetzt. Wir haben jetzt gerade die angekündigten Morgenstunden. 8 Uhr noch was. So bis Mittag jetzt noch mal eben ein bisschen warten. Schönes Ding. Hat sich erst ganz, ganz zaghaft rumgebimmelt. Und dann beim Anschlagen auf einmal, bam, hat sie nochmal Bock gehabt. Geil, schönes Ding, weitermachen, ey. Freue ich mich. Amur. Oder Rotauge. Was ist denn mit dir? Ich bin dann ja immer geneigt, einfach mal kurz zu zuppeln hier, ne? Aber dann verscheucht man ihn womöglich auch noch, ey. Dann hat man die ganze Zeit das rum. Okay. Jetzt ist schön. Und, oh mein Gott. Okay. Okay. Lassen wir ihn erstmal ziehen. Der Fisch hat Bock. Anschlag. Auch nur ein Amur. Nur ein Amur. Lassen wir ihn ziehen. Der hat erstmal Bock. Den müssen wir ziehen lassen. Hilft ja alles nichts. Langsam einkurbeln. Kein Stress damit. Keine hektischen Bewegungen. Alles nicht notwendig. So. Passiert ja nichts. Solange der zieht, solange es knackert, kein Stress damit. Wenn es aufhört zu knackern, kann man mal wieder nachkurbeln. Klack, 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 klack. Erstmal abziehen lassen. Der Fisch zieht jetzt die ganze Zeit an der Schnur, muss gegen die Bremse kämpfen, wird also dadurch die ganze Zeit müde, weil es halt stressig ist. So. Ist halt räudig, wenn man so die ganze Zeit so ein Gewicht um sich herum mit sich rumschleppt. Will man halt nicht, ne? Hat man keinen Bock drauf. Das ist ja auch schwer, ey. Erstmal wirst du gehetzt. Oder du hast Panik. Du willst dringend nach Hause, weil du weißt, Alter, 21 Uhr haben wir gleich, Feierabend-TV geht gleich los. Ich hab aber noch schnell mir einen Kasten Bier geholt zum Chillen, allen. Jetzt muss ich aber hier in Stress und Eile den Kasten Bier nach Hause schleppen. Da kommst du aber ins Schwitzen. Ganz sicher. Da kommst du richtig ins Schwitzen. Mit so viel Gewicht und Druck und Panik. Normal. Na, du komm aber raus hier, Alter.
Der will noch nicht. Siehst du, und jetzt so für mich kommt da natürlich irgendwann so dieser... Es ist ja immer schön, wenn man so einen Drill hat. Aber ganz ehrlich, ist es noch schöner, wenn man so einen Drill hat und man weiß, dass die Schnur und das Setup, was man gerade verwendet, eher so im Bereich von 30 Kilo ist. Dann weiß man nämlich, dass der Fisch, der da jetzt gerade dran ist, auch richtig fett ist. Jetzt weiß ich, dass mein Setup zu klein ist. Und der Fisch ist leider nicht irgendwie richtig fett. Also er ist zwar groß, aber er ist halt nicht so richtig fett. Aber es ist für den Anfang halt, ne? Was willst du machen? Für den Anfang muss man sich da halt durchkämpfen. Alter, der hat noch Bock. Der hat noch Bock. Schön locker ziehen. Ja, und jetzt sieht man mal, wie entspannt das ist, wenn man jetzt hier so steht. Der Fisch kann nicht wirklich weit. Mach mal eben die Map auf. Ja. Ganz kurz reingeguckt. Ich habe noch satt Meter Schnur drauf. Ich hätte auch noch stehen bleiben können da hinten. Der hätte einfach jetzt hoch abziehen können. Immer noch ausreichend Schnur drauf. Es ist ganz entspannt. Auch wenn er sich entscheidet, jetzt da ganz hinten in dem, am Rand irgendwie rumzurennen. Easy. So, jetzt stellen wir die Route mal quer hier. Oh, und wenn ich überlege, was ich hier früher rumgeprügelt habe, das Ding, ne? Alter, ey, aber vom Ärgsten, ey. Ganz, ganz wild. Und nach links und nach rechts und gepullt wie ein wilden Alten. Muss man gar nicht. Einfach ein bisschen chillen. Der kommt schon rein. Was man allerdings machen kann, ich sehe es gerade hier, ich bin gerade relativ leer von der Power. Das heißt, ich gönne mir hier erstmal ein bisschen so einen Punsch. Oder einen Tee. Oder nochmal ein Becherchen Kartoffels. Jawohl. Dann habe ich gleich wieder schön Power ein und dann kann man dem Fisch auch ordentlich was da entgegensetzen. Dann geht die Energie wieder hoch. Jawohl. So, jetzt so langsam. Gucken wir mal. Können wir schon ein bisschen mehr Stress machen? Ne, können wir noch nicht. Der hätte auch bei einer höheren Bremse immer noch ausreichend Bock, einfach weiterzuziehen. Das würde für ihn gerade keinen Unterschied machen, ob die Bremse jetzt auf 17 oder auf 20 ist. Und da muss man jetzt in so einer Situation auch nicht zwingend die ganze Zeit mit Shift durchziehen, also schnelles Einkurbeln machen, sondern einfach auch langsam ziehen. Manchmal stresst das den Fisch dann mit Shift nochmal mehr und er wehrt sich halt noch eher. Und so einfach mal abwarten. Locker ein bisschen durchziehen. Und wenn er dann in die Richtung schwimmt, dann mit Shift bloß hinterherziehen, dass es hier nicht, dass der Balken hier nicht ganz weggeht. Man merkt das auch manchmal, wenn die wirklich so im Bereich von 30 Kilo sind. Man hat hier wirklich so ein 15 Kilo, 14 Kilo oder in dem Fall jetzt 10 Kilo Setup und der hätte jetzt, sagen wir mal, 20 Kilo und dann liegt der schon irgendwann träge im Wasser und kommt da auf dem Rücken angeschwommen an. Man hat Schwierigkeiten, den Fisch alleine durchs Wasser zu ziehen. Das belastet schon die Bremse. Der hängt dann da wie so ein Sack im Wasser, wehrt sich auch schon gar nicht mehr. Trotz allem geht dann die Bremse schon, weil die Widerstandskraft im Wasser alleine schon so groß ist.
So, jetzt geben wir aber mal ein bisschen Gas. Jetzt drehe ich auch noch mal einen höher. Und wenn es knackert, würde ich sogar noch einen höher drehen. Aber ich glaube, jetzt haben wir ihn schon. Es knackert jetzt gerade nicht. Noch einen höher. Wieder runter. Ganz wichtig, wenn ihr so in diesem Limit-Bereich hier unterwegs seid, natürlich klar darauf achten, wann fängt es an mit dem Knackern, dass man nicht zu hoch geht. Aber auch zum Ende hin ruhig nochmal wieder zwei Stufen runterdrehen. Ein, zwei Klicks, klack, klack. Und dann erst mit rechter Maustaste anheben. Einfach nochmal, um auf Nummer sicher zu gehen. Nicht, dass er dann am Ende nochmal völlig eskaliert, wenn er so ein bisschen aus dem Wasser rauskommt, der Fisch. Oh, der ist aber weit weg, ey. Jetzt müssen wir den hier durch das ganze Grün ziehen. Was haben wir denn da? Sieht aus wie ein Amur, ne? Ist das ein Amur? Ja, wahrscheinlich. Wenn er so abgegangen ist. So. Und der ist auch schon fix und alle, Alter. Der ist schon gar, der kann schon gar nicht mehr gerade laufen. Hängt schon halb in die Seile. Eppa. 9,6 Kilo. Ja, auf 10 Kilo Schnur. Macht natürlich entsprechend Radau. Ganz klarer Fall. Ganz, ganz klarer Fall. Und da ist der nächste Kandidat. Allerdings nicht so schwierig. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns am... Oh, geil. Nochmal eine Barbe, Alter. Bester Fisch. Ha! Schön. So. Ab zum ersten Spot. So. Und da sind wir auch schon. Lichtverhältnisse, ja, passen ganz gut. Ich glaube, man kann alles sehen. Also, erster Spot hier an der Stelle. Ich nehme mal die Klipse raus. Erster Spot an der Stelle. Müssen wir mal eben gucken. Habe ich da noch irgendwas drauf? Nee, ne? Ich nehme jetzt einfach hier ein 40 Gramm Blei. So. 40 Gramm Blei. Plonsch. Also. Da. In diesem Bereich. 40 Gramm Blei. Ich muss das mal eben... Jetzt hat er sich verhakt, ne? Nicht dein Ernst. Okay, die Rute lassen wir hier liegen. Ich habe ja noch welche. Genau. 40 Gramm Blei. Wir klippen mal hier auf 15 Meter. Passt das? Passt. Ich würde sogar sagen 12 Meter. 12 Meter ist für mich so ungefähr die Range. 12, 13 Meter... wenn ihr mit der Pose hier unterwegs seid, hinter diesem Seerosenblatt, hinter diesem Seerosenblatt, 1,20 Meter Tiefe sollte funktionieren. Davor, vor diesem Seerosenblatt funktioniert es, dahinter funktioniert es nicht, dahinter funktioniert es. So, dann andere Möglichkeit, hier an der Schilfkante geradeaus. Das sind, wie weit sind wir hier? 16, ich glaube, es waren das 24? Probieren wir mal. Ich glaube, das sind 27. 27 Meter an die Schilfkante da vorne kann man auch sehr gut angeln. Also, hier an der Stelle würde ich sagen, grob zwei Positionen, die immer funktionieren. Ob ihr jetzt natürlich sagt, okay, ich werfe hier meine 15 Meter oder 12, 13, 15 Meter hier hin. Oder ihr sagt, ja, ich angle einfach lieber hier. Einfach ausprobieren. Es ist alles nichts in Stein gemeißelt. Aber grob ist das hier eine wunderbare Area für Amure. Und wie vorhin schon gesagt, Kartoffeln immer als erstes rein zum Testen. Auch hier hinten gerne mal mit dem Käse probieren. Auch hier gehen immer mal gerne Barben rein. Ab zum zweiten Spot. So, ja, der zweite Spot war jetzt gar nicht so schwierig. 44,50, das hatten wir ja gerade. 20, 22 Meter geradeaus durchwerfen. Plonsch. Manche machen auch 21, also roundabout 20 Meter da rauswerfen. Ihr landet wunderbar hinter den Seerosengeschilfe. Hier so in diesem
etwas tieferen Bereich oder an der Kante. Das ist genau und ideal. Auch hier natürlich mit Kartoffelkäse, Teigen und so weiter alles immer wieder ausprobieren. Einfach im Low-Level-Bereich die Standardköder durchgehen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch auch hier ein bisschen rüberstellen. Dann werft ihr da vorne hin. Zack. Da würde ich sagen, auch so ungefähr um die 20 Meter oder ein bisschen mehr vielleicht an die Schilfkante. Kann man auch gut machen. Auch da einfach variieren. Einfach hier eine der wichtigen Stellen rumprobieren, rumspielen. Viel falsch machen kann man hier nicht. Wenn ihr halt genau hier reinwerft, das würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen falsch. Wenn ihr da drinnen seid, kann es halt zu Verhakern kommen, die nicht angezeigt werden. Das ist halt immer ein bisschen ärgerlich. Da muss man reloggen oder reisen oder wie auch immer. Und da macht es halt gerade keinen Bock. Ja, nächster Spot. So, und da haben wir ihn auch schon, den nächsten Spot. Einer der großen Klassiker vom Karpfenpuff, vom Bärensee. 45,60. 45,60. 27 Meter, kann das sein? Ah, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Auf jeden Fall auch hier verschiedene Möglichkeiten. Ob das mit Boilie ist und so weiter. Ja, ziemlich genau. 27 Meter da vorne an die Kante. Das ist, läuft hier ein bisschen schräg. Das heißt, hier sind es vielleicht eher 25 Meter. Da vorne 27 Meter. Auch hier in die Mitte kann man mitten rein. Dann ist man hier im 2,5 Meter Bereich. Oder dann natürlich auch hier an die Schilfkante. Auch hier, ich zeige das mal mit der Rutenspitze, hier so entlang in diesem Bereich durchaus zu angeln. Hier an der Kante oder wie gesagt hier in dem mittleren Bereich. Das so die wichtigsten Stellen. Und noch eine. Man kann auch hier knapp gar nicht so weit auswerfen. Dann stellt man sich vielleicht so ein bisschen hier schräg hin und wirft einfach nur ganz knapp hier. Auch da wieder so 15, 20 Meter. Na, 15 Meter vielleicht. 20 ja nicht. So 15 Meter hier so knapp dahinter. Kann man auch noch machen. Wieder verhakt. Affengeil. Ich habe hier noch eine dritte Route. Ah! Oh mein Gott, ob ich das schaffe. So. Dann kommen wir schon direkt zum nächsten. Der ist gar nicht so weit. Der nächste Spot befindet sich hier. Und zwar haben wir dann, ja, von hier eben hier rüber, hier die Möglichkeit, geradeaus durchzuwerfen. Einfach hier geradeaus, auch da so rund 25 Meter, hier in diese tiefe Stelle. Manche Experten sagen auch, ja, Alter, man kann sich am besten hier hinstellen und dann muss man über das Schilf rüberwerfen. Affengeile Idee. Oder man stellt sich einfach hinter das Schilf und wirft an die gleiche Stelle. Wie auch immer, wie ihr lustig seid, klappt in jedem Fall. Oder man wirft einfach hier vorne an diese Kante wieder. Das ist dieses Dreieck auf der Map. Diese kleine Kante. Und dann wirft man entweder hier in dem Bereich oder vielleicht eher hier in dem Bereich. Manchmal stelle ich mich auch lieber hier hin. Auch gerne fürs Angeln mit der Matchroute, mit der Pose. Und werfe dann hier diese Kante an, dass ich dann hier mehr diese gerade Kante habe. Oder dann hier, wie gesagt, wenn ich dann eher so links rüber werfe. Genau. Aber hier in dem Bereich, beides gute Position. Wie gesagt, hier einmal die Kante. Oder geradeaus durch bis hinten hin, das ist schon ziemlich weit. Oder natürlich auch hier vorne das nächstgelegene, die Schilfkante beziehungsweise links daneben. In diesem Bereich. Nächsten, ja, anderthalb Stellen. Das sind ja hier fast zwei Positionen, ne? Genau. Und dann gehen wir noch zum letzten Spot. So. Und dann sind wir hier auch schon am letzten Spot. Das ist jetzt hier ganz oben im Norden. Und da geht es dann hier auch quasi an drei möglichen Stellen. Drei, vier. Hoppala. Ich würde sagen, ändern wir nochmal eben.
Also die wichtigste Stelle natürlich hier geradeaus, auch da die Schilfkante. Ja, das ist hier direkt diese Schilf, nee, das ist hier diese Schilfbank. Davor ist es halt ein bisschen tiefer. Das heißt, was haben wir hier geklippt? 23 Meter? Könnte schon, ne? 22? Boah, 22 Meter, 23 Meter sieht schon ganz gut aus. In dem Bereich. Oder man wirft dann hier so schräg ein bisschen rüber und landet dann eher hier in dieser tiefen Stelle. Da würde ich, glaube ich, sagen, eher so auf 24, 25 Meter. Ein bisschen weiter klippen. Und dann sieht man es an der Schnur auch. Das geht dann schon direkt wieder steiler runter. Dann liegt man da deutlich tiefer im Wasser. Das geht auch ganz gut. Oder dann halt einfach auch von hier aus hier so links rüber. Auch das ist dann natürlich möglich hier in dem Bereich. Ich habe in der Regel dann die drei Routen an diesen drei Stellen hier ausgelegt. Und wenn ich dann merke, an der einen Stelle geht es besonders gut, kommen dann halt alle drei Routen dahin. Und gut ist. Auf dem Weg hierhin sind mir noch verschiedene andere Stellen aufgefallen. Auch hier kann man zwischendurch natürlich mal probieren. Wenn man schon mal hier ist, einfach mal hier in diesem flachen Bereich nochmal probieren. Aber wie gesagt, auch auf dem Weg hierher sind mir noch Stellen aufgefallen. Hier ist so eine kleine Stelle, auch eher fürs flache Angeln oder hier in dem Bereich war es, glaube ich. Auch da kann man noch mal ganz gut ran. Also es gibt immer wieder ganz schicke Stellen hier am Bärensee. Also ausprobieren das Gewässer. Denkt einfach ein bisschen daran, es ist ein Low-Level, Mid-Level-Gewässer. Ungefähr Level 18. Dementsprechend auch gerne mal mit Basisködern hier rangehen. Und nicht verzagen, einfach mal die Kartoffeln mitnehmen. Wenn die läuft, dann läuft wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was anderes. Und wenn es irgendwie mal nach einer Stunde gar nicht mehr läuft, einfach das Gewässer wechseln. Woanders zwischendurch angeln, dann irgendwann mal wieder zurückkommen, weiter probieren. Oder einfach die besagten Spots ausprobieren. So, wieder lang gequatscht, viel erzählt, viel durchgeangelt, ein paar schöne Brocken rausgeholt. Schon länger keine Barben gefangen. Die können natürlich auch gerne über 8 Kilo werden. Als Trophy nehme ich die natürlich auch immer wieder gerne mit. Aber heute hatte ich auch gar nicht die Zeit dafür, für die ganzen Barben. Da muss man sich mal schön die Zeit für nehmen. So, Schicht. Wenn dir das Video geholfen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren. Und wenn du einen geilen Spot hast, der hier auch funktioniert, gerne auch unten in die Kommentare noch reinschreiben. Petri, ihr Lieben, zieht raus die Brocken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.